Moin, moin und willkommen zu Let's Play World of Warcraft. Ja, das habt ihr lange nicht mehr gehört. Hätte dann nicht gedacht, dass er das nochmal von mir hört. Ja, auch nicht. Ja, aber das... Ihr merkt das vielleicht schon in der Grafik, aber ich habe jetzt... Oh, ich habe so umgerüstet, ey. Ich habe jetzt wieder fest... Ich habe gerade auf meinen Monitor gespuckt. Festplattenspeicher zur Verfügung. Das heißt, ich kann aufnehmen, so viel ich will. Bis 400 GB. Dann ist Schluss mit so viel ich will. Also ich kann aufnehmen bis 400 GB. Und das ist sehr schön. Deswegen kann ich jetzt auch wieder WoW aufnehmen, wie ihr seht. Ja, was haben wir bekommen? Streitross, weil ich einen Kumpel angeworben habe. Den kennt ihr vielleicht inzwischen durch ein gewisses Let's Play Together. Wir nehmen das Mount einfach mal an uns. Hier Tyrael Streitross. Begleiter, ne, Reittier. Tyrael Streitross. Finde ich persönlich ganz cool, das Vieh. Sieht nett aus, also kann man nichts sagen. Tyrael ist so und so einer meiner Lieblingschars in Diablo 2. Insofern, ja, passt das ganz gut, wa? So, wir haben jede Menge Quests zum Abgeben. Da ist die Taste. Quest abgeben. Hier, nimm mal die Quest an, du Vogel, und gib mir Gold dafür. Das ist sehr nett, danke. Ja, so will ich das sehen. Also, wie ich gerade gesagt habe, ich habe meinen PC enorm aufgerüstet. Ihr erkennt das vielleicht. Ich werde nie wieder Lags haben, wie in dem LP jemals gewesen sind. Also, Lags werden nie wieder vorkommen. Das ist jetzt schon mal versprochen. Es gibt keine Lags mehr. Wenn es Lags gibt, dann schmeiße ich dieses Gerät. Nein, aber es gibt einfach keine Lags mehr. Das ist völlig unwahrscheinlich. So, ja, die sind minimal besser. Wieso hab ich so Kackstiefel an? Was ist denn da los? Ey, war ich im Kick einkaufen oder war der... LOL. Nice, nice, sehr schön, sehr schön. Brauche ich nicht, aber wieso habe ich so Kackstiefel an? Kann mir das meiner sagen? Nö, weiß ich selber nicht. Wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, wurde ich zwischendrin mal gehackt. Ich habe inzwischen meinen Account und alle Items wieder. Obwohl ich die Items hier teilweise wohl gar nicht hätte haben wollen. Was sind das für Stiefel? 15 Int. Was ist denn das hier? Was ist denn das für Noobscher? Ich lösche den mal kurz AFK löschen. Nein, Quatsch. Aber wieso habe ich schon... Ich muss mich auf eine Instanz anmelden, wa? Wir haben ja eh noch nicht alle Instanzen gemacht. Tiefensumpf und Mana-Gruft wären die nächsten. Da melden wir uns direkt an. Hey, was für eine Scheiße. Ich sage euch. Was soll denn das? Hier, gib mir mal einen Buff. Buff, du Klon hier. Ja, Buff. Mal des Kriegers, von mir aus. Ich nehme alles, was ich umsonst kriegen kann. Das ist auch das Motto der Leute, die in meinen Laden reinkommen. Ich arbeite seit neuestem und da kommen wirklich nur Leute rein, die alles umsonst haben wollen. Das ist krass, ey. Ich sage euch. Oh, nee, ey. Das Unterste der Untersten. Also, unglaublich. Handschuhe mit Int und Crit. Ja, die sind doch bestimmt auch besser. Ja, gut, könnte sein. Int, Crit, Int, Ausdauer, ja, die sind besser. Siehst du, ach, wie das hier losgeht, ich sag euch, ich mach 2 Monate Pause und dann habe ich das Luck. Das kommt alles auf einmal. So, das ist perfekt. Also, wir machen jetzt hier in einem Run auf 70 und dann war's das. Nein, Quatsch. Mal der Leere, ja, wo ist denn der Baum hier, der... Ja, nee, einer, du? Nee, du warst es nicht. Du hast Kraft hier. Thomas Kraft, Torwart von Hertha BSC. Das weiß ich nur, weil er Ex-Bayer war. Also, Bayern-Fan hier. So, kurze Anspielung auf die Fußball-Bundesliga, die in diesem Moment läuft. Ja, Samstagmittag, ich sitze davor, fiebere für die Bayern mit 7-0. Ein Ergebnis, was dieser Tage recht häufig vorkommt. Hoffentlich nochmal. So, also abwärts von Fußball. Nicht jeder, der WoW guckt, mag Fußball. Schämt euch. Ja, mal ernsthaft.
Ihr solltet euch wirklich für die wichtigen Dinge des Lebens interessieren, zum Beispiel für Fußball. Das ist extrem wichtig. Für mich. Was ist das denn hier? Ich hab doch eh gedrückt. Mann. Ja, ich komme im Moment noch nicht so ganz auf die Steuerung klar. Das muss ich rechtfertigen, weil... Ist das nicht auf R gelegt? Moment. Q, S, Q. Nein, das ist nicht so gelegt, wie es will. Das ist aber auch unwichtig, weil... Nein, das ist nicht unwichtig, aber... ja, gut. Ich habe die Daten nicht ganz transferiert, sage ich mal. Also, das ist ja jetzt ein neuer Laptop quasi. Mit neuen... Mit total overpowered Hardware. Deswegen laggt es auch nicht und deswegen habe ich hier die geilsten Grafiken überhaupt. Nein, ich nehme schon auf... ich nehme schon auf Half-Mod auf quasi, also halbe Qualität, weil sonst einfach der Festplattenspeicher nicht reicht. Ich könnte auch auf voller Qualität aufnehmen, aber dann würdet ihr so weggeflasht, dass hier gar nichts geht. Dann Augenkrebs, nein, also dann hätte ich einfach nicht genug Festplattenspeicher, dann könnte ich 60 Minuten aufnehmen und dann war's das. Und das ist ja auch scheiße. Aber meine, wie gesagt, das wurde nicht alles ganz übertragen hier, die Tastaturbelegungsbindungen, um mal ein schönes Wort für ein Kreuzworträtsel zu nennen, Tastaturbelegungsbindungen. Wenn ihr mal wieder in der Schule nichts zu tun habt und Hangman spielt, Tastaturbelegungsbindungen. Ja. So, was brauchen wir hier noch? Eine 2 und eine 5. Hm. Fragen wir doch mal im Lotto nach. Die haben bestimmt eine 2 und eine 5 über. Na, was haben wir denn hier? Kataru getötet. Kataru. Hm. So, also jede Menge NPCs, die mir am Arsch vorbeigehen. Ich warte ja eigentlich gerade nur darauf, dass der Invite für die Instanz kommt. Das könnte aber noch ein paar Momente dauern, deswegen kinn hier einfach weiter, bis ich die Quest fertig habe und dann kommt die Instanz und ja. Ich kann jetzt auch, das ist so schön, weißt du, ich kann jetzt auch am Stück hier aufnehmen. 5 Stunden ist scheiße, na gut. 2 Stunden und auf High Quality und das ist meiner Festplatte und meinem Rechner scheißegal. Oh, ich liebe das. Das ist... Oh, herrlich, herrlich. Ich musste immer mit 100 GB rumkämpfen, weißt du? Und habe versucht, euch Qualität und möglichst viel Aufnahme zu liefern. Und jetzt denke ich mir einfach scheiß drauf, ja? Ich habe so viel Zeit. Ich kann machen, was ich will hier. Ich könnte ein Lied vom Udo Lindenberg singen und hätte trotzdem noch genug Zeit. Ist herrlich. Es ist grandios, was die Technik alles kann, das ist grandios, ja. So, wir killen hier weiter die lustigen Mobs, Möpse. ja, lustig für präpubertäre Teenager im Alter von 18 bis 21 Jahre. ja. Gut, gehen wir weiter hier. Killen. Töten, spachteln. Nein, spachteln war das falsche Wort. Ich esse die ja nicht auf. Zumindest nicht in-game. Das gehört sich nicht. Eisige Finger. Wo habe ich die denn hingelegt? Gegen Zauber. Immerhin habe ich die noch auf der Taste liegen. Ja, das ist auch das Problem, weißt du. Ich habe ein neues Spiel angefangen. Das heißt Alien. Und das ist nicht neu, das ist ziemlich alt. Das habe ich damals schon mal gespielt. Aber jetzt ist Alien halt kostenlos. Und das, by the way, auch für den größten WoW-Fanatiker, der sagt, ich spiele niemals was anderes als WoW. Ich liebe WoW. Spiel mal Alien und ich habe den Invite. Nein, ganz ernsthaft. Ich habe Alien angefangen mal wieder. Und das ist ein großartiges Game. Es ist inzwischen sogar kostenlos, ja. Es kostet also nichts. Es ist völlig los von Kosten. Das ist die Bedeutung von kostenlos. Ich wollte es nur mehrfach erwähnen, damit die Leute es auch verstehen. Es ist ein großartiges... Alien ist ein großartiges Game. Ich habe es wieder angefangen und es hat mich als einziges Game, als einziges aktuelles MMO hat es mich gefesselt. Und das als Free-to-Play-MMO, ja.
SW Thor, Schlag mich tot, Herr der Ringe Online, alles Mögliche, was im Moment existiert. Das ist Crap, es ist Bullshit, es ist nichts. Ja, es ist einfach ein billiger... Ich will jetzt nicht die Leute flamen, die das spielen, ja. Es kann euch Spaß machen, wie auch immer, aber es ist einfach Müll. Es ist ein Abklatsch von dem, was bereits existiert. Aber Alien ist etwas absolut Grandioses, ein tolles Spiel. Es imitiert nicht WoW, es ist etwas Eigenes, es ist eine großartige Engine. Es ist eine großartige PvP-Engine, ein großartiges System und es ist einfach toll, das Spiel. Und ihr könnt mir es glauben, ich kenne mich im MMO-Genre aus. Ich habe jedes verkackte Spiel angespielt, weil ich einfach MMOs liebe, ja. Und Alien ist eins der tollsten von denen. Ihr solltet es wirklich antesten. Es ist eins der besten MMOs aktuell. Mein Tipp ist auf jeden Fall Alien. Das ist eins der besten MMOs überhaupt. Und es ist free. Das ist das, was mich absolut verwirrt. Es ist free to play. Ich verstehe nicht, warum es free to play geworden ist. Es wurde damals als Asia Grinder gehandelt, aber inzwischen hat es viele Quests. Es ist anständig. Es hat viele Instanzen. Es hat massenweise PvP-Content. Es ist einfach grandios. Und ja. Es sollte jeder mal antesten, der ansatzweise was von MMOs versteht. Also, es ist eins der besten. SW Thor ist nichts dagegen, ja. Also, SW Thor, eine enttäuschte Hoffnung, genauso wie jedes andere, was bisher gekommen ist. So, konzentrieren wir uns aber wieder bitte auf WoW. Sage ich zu mir selbst. Nein, ich bin gerade ein bisschen in Rausch gekommen, weil ich das Spiel wirklich im Moment... ich suchte es. Ich habe vorher wieder mal Herr der Ringe Online angespielt, aber es hat mich nicht mal 5 Minuten gehalten. Ich habe alles Mögliche angespielt, aber es hält mich einfach nicht mehr. Es ist einfach Crap, es ist einfach ein Abklatsch. Oh Mann, ich muss hier wieder den Tag retten. Festfrosten, festfrotzen, blub. So. Wir sind hier im tiefen Sumpf auf nicht-heroisch und die Leute failen schon. Da seht ihr mal, was für Leute in WoW rumrennen. Nein. Pff, ich bin ruhig. Ich sage nichts, aber mal ganz ehrlich, was ist denn hier los? Hört auf zu failen, ihr Bobs. Heißt ihr Fail-Bobs? Gut, ich habe jetzt 5 Minuten am Stück, ach, mindestens 10 Minuten am Stück gelabert. Aber was ihr erkennt, dieses Spiel hat seitdem nicht einmal geleckt. Ist das nicht grandios? Ist das nicht grandios? Es ist grandios, ich sage es euch. Und wenn nicht, dann übernehmt ihr einfach meine Meinung. So ist das. Ja. Herrlich. Herrlich. Es macht wieder Spaß aufzunehmen, weil ich habe keine Probleme, wisst ihr? Ich habe null Probleme mit dem Spiel. Damals hat es geleckt und dann hat es mal hier gehangen und dann hat es mal da gehangen und das hat mich total abgefuckt. Aber es leckt nicht, es macht einfach alles, was ich will. Wenn jetzt noch die Mobs sterben würden, wenn ich Slash Tod eingebe, dann wäre es perfekt. Probieren wir das mal. Slash Tod. Ah, gut. So weit sind wir noch nicht, das kommt dann nächstes Jahr. Items von den Mobs brauche ich nicht. Also wie gesagt, wir sehen hier den Tiefensumpf. Das ist eine relativ entspannte Instanz. Es ist eine schön designte Instanz. Wir haben hier vier Bosse. Ja, vier Bosse. Die sind relativ einfach. Das ist in Cataclysm. Nein. Burning Crusade so angesiedelt, dass die Bosse relativ einfach sind. Finde ich auch nicht schlecht. Dafür ist die Instanz damals relativ lang gewesen. Heute ist sie auch nicht mehr so lang. Blub, blub, blub. Wenig Mana. Shut the fuck off. Up. Whatever. Off, up. Ist alles dieselbe. Ist Englisch. Ist alles Kacke. So, wir haben jetzt zwei Sumpfriesen, den Boss.
Der Boss addet nicht, wenn wir die Sumpfriesen pullen. Das heißt, wir können die Pullen down machen, aber unser Tank lässt sich Zeit, weil der will das Ganze hinauszögern. Ist natürlich spannend, die anzugucken. Guck doch mal, wie spannend die sich bewegen. Das ist doch der Hammer, oder? Ist das nicht der... Nein, ist es nicht. Ich pull jetzt. Er hat gepullt. Gott sei Dank. Wir sehen nicht die Anzeige für meinen Druiden übrigens. Hier links haben wir Krallenhieb, rechts haben wir Zerfetzen oder Zerfleischen und so eine Scheiße. Und in der Mitte haben wir die Anzeige für diesen Debuff. Ich weiß nicht, warum das Addon gerade noch die Anzeige für meinen Druiden hier drin hat. Das ist relativ merkwürdig, aber ich habe die Addons erst gerade abgedatet, insofern... Who cares? Ich weiß ja, was ich machen soll. Ich brauche dazu keine Addon eigentlich. Also das hier ist Krallenhieb, das ist Zerfleischen und das hier ist der Debuff da, der... Ja. Das nehme ich mal mit, wenn es niemandem schadet. Ja, dankeschön, haut da rein, ich bin off. Nein! Das wäre natürlich die... Ey, wie, was ich für ein Glück habe, ja? Ich glaube das nicht, was ich für ein Glück hier habe. Das, die zwei Monate nicht gespielt weiß und jetzt geht's ab. Jetzt hier ist, Gott, I love this shit. Machen wir mal ein bisschen Damage hier. Ich weiß zwar nicht... Ah, ich habe das nicht mehr auf E liegen. Das ist scheiße. Wenn ich E drücke, gehe ich immer zur Seite. Also E ist standardmäßig zur Seite gehen. Das braucht aber eigentlich kein vernünftiger Spieler, weil sich jeder vernünftige Spieler mit rechter Maustaste und vorne hinten bewegt. So hier. So bewegt sich jeder vernünftige Spieler. Gut, da wird einem vielleicht ein bisschen schwindlig, aber... Nein, das ist halt die PvP-Spieler-Variante. Man braucht kein E und Q, um seitwärts zu gehen. Das ist für Noobs designed. Ja, das ist für irgendwelche Bobs, die... ich weiß nicht, die ihre Maus... keine Ahnung, in ihrem Arsch stecken. Nein. Ich wollte dieses LP doch ein bisschen netter designen. Na, schon die guten Vorsätze fürs neue Jahr verloren. Jedenfalls ist Q und E ist für Noobs designed. Hier, ich kann zur Seite gehen. Boah, das kann ich so auch. Ich muss nur die Maus bewegen. Oh, geil ist das, ey. Hammer. Ich kann sogar zur Seite springen und mich drehen. Naja. Sumpfriese down, kein Problem. Oh, ich liebe Dick. Siehste, das ist das Geile als DK. Ich hab E gedrückt, Mann, geht doch nicht so sein. Wirkt diesen scheiß Frostfeuerblitz. Oh, ich könnte kotzen. Ich drück aus Reflex E, weißt du, weil E ist Frostfeuerblitz. Da, das leuchtet, da ist E. Aber nein, er geht zur Seite. Ich gehe zur Seite, ich bin Bob, ich gehe zur Seite. Oh Mann, ey, du bist so ein Horst, Alter. Du bist ein Dieter. Nicht mal ein Hans Klaus. Oh, ich... Mann, du Vogel, Alter. Da könnte ich kotzen, weißt du? Das nervt. Vor allem im PvP auch, wenn man dann E drückt und er geht einfach zur Seite, statt den tödlichen Blow zu machen. Das ist... tödlich... Oh nein. Den tödlichen Blow.